Hallo zu einem neuen Let's View über das Filmmagazin Der Hauch des Todes. Ein James Bond Film von 1987 mit Timothy Dalton in der Hauptrolle. Dies war mein erster James Bond Film, den ich im Kino gesehen habe. Davor habe ich schon einige im Fernsehen, aber das ist mein erster Kino James Bond. Ja, und dieses Filmmagazin, das offizielle Magazin zum neuen Film, von der Zeitschrift Video herausgegeben, das war das Sonderheft Nummer 2, hat gut, ja, was steht da, 5,50 €, das sind so 3 Euro gekostet. Ja, und dann, das schauen wir uns einmal an. Wir sehen hier schon Porträts, Interviews, Poster, alles über 25 Jahre James Bond. Ja, 25 Jahre, jetzt können wir schon bald das Doppelte draufrechnen, 50 Jahre im Jahre 2022. Wahnsinn! So, hier haben wir als erstes ein Bild von Timothy Dalton. Dann haben wir hier schön ein, ja, das ist ja das eins der Cover oder eins der Poster vom Film. Und hier ein Bild, wo er mit reichlich Mädels zu sehen ist, aus einer Szene, die es nicht in den Film geschafft hat. Und es gab so eine kleine Harem-Szene, wo er durchgerast ist in einer Action-Szene. Da waren diese ganzen Mädels zu sehen. Das war aber dann der Schere zum Opfer gefallen. Auf den DVDs und Blu-Rays, wenn das Specials sind, mit rausgeschnittenen Szenen, da ist diese Szene mittlerweile wieder zu sehen. Bekannt auch als fliegende Teppich-Version. Aber vielleicht sehen wir hier auch Bilder noch von. Schauen wir uns das einfach mal an. So, erste Seite. Das Phänomen James Bond von Timothy Dalton. Eine Einleitung von Dalton selbst. Hier sehen wir die Zeitschrift Videoplay. Oder auch Video, die ja hier Werbung macht. Und auch hier sehen wir eben halt Rambo drauf. Aber das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Darum geht es ja gar nicht. Timothy Dalton in seinem ersten James Bond Film hat ja leider nur 2 gemacht. Nach Hauch des Todes kam noch Lizenz zum Töten. Und dann war es leider mit ihm als James Bond. Ich mochte ihn, aber es ist ja auch immer eine Geschmacksfrage. So, hier so ein bisschen über den Inhalt, aber gehen wir gleich weiter. Wir stürzen uns auf den Inhalt, nicht wahr, Leute? So, nächste Seite. Und hier folgen gleich Cara Millowe, die weibliche Protagonistin, und General Georgi Koskov, der ja, Gegenpart, der Bösewicht, einer der Bösewichter des Films. Jetzt wissen wir ja schon, wie dieser Film ausgeht, somit braucht man jetzt nicht unbedingt ja, spoilerfrei sein. Sehr schöne Bilder, sehr schöne Porträtaufnahmen. Weiter geht's. Brad Whittaker, der auch der Bösewicht von Joe Don Baker gespielt. Er hat übrigens in GoldenEye und auch in noch einem weiteren Film, es war glaube ich Tomorrow Never Dies, hat er weitere Auftritte als CIA-Agent. Eine komplett andere Rolle. So kehrt man wieder. Ist auch nicht schlecht. So, hier haben wir Necros, der Bösewicht. Auch ein ganz cooler Charakter eigentlich gewesen. Fangen wir gleich an. Hier wird mit von Aha, die Musikband, die den Titelsong The Living Daylights vorgegeben hat. Ein wirklich großartiger Song. Hier oben sehen wir noch John Barry, Musikkomponist des Soundtracks von dem James Bond Film. Und ja, ohne ihn wäre James Bond nicht das, was James Bond ausmacht. Er hat die klassische Titelmelodie geschaffen. Er hat musikalisch am Song mitgearbeitet. Kleine Erklärung über die Aha-Mitglieder. Aha, ja, was soll ich noch sagen? Wir kennen von Take On Me bis Hunting High and Low viele ihrer Klassiker. Die Story von Hauch des Todes, das ist auf einem Kurzroman bzw. Kurzgeschichte von Autor Ian Fleming basiert. Und hier sehen wir schon schöne Motive. Immer schön mit dem James Bond Logo dazwischen als Trenner. Finde ich auch cool. Ich will jetzt die Texte nicht vorlesen, das passt hier eigentlich nicht. Der Film, weitere Motive, auch hier vom Anfang auf Gibraltar. Der ganze Kampf auf Gibraltar, echt, das ist eine echt coole Action-Szene hier mit dem Fallschirm und so. Wahnsinn. Und er landet natürlich wieder in den Armen einer Frau. Weiter geht es.
hier wird es ein bisschen chronologisch auch erzählt, Kara, die ja Cellistin ist und als Scharfschützin sich ausgeben soll für ihren damaligen Freund, damit er entkommen konnte. Das war ja alles, wie sich herausstellt, später Show. Necros bei der Arbeit. Und hier sehen wir, er benutzt einen Walkman. Und da gibt es eine interessante Geschichte wegen dem Walkman und seiner Statur. Und zwar basiert das auf dem Musikvideo von Duran Duran zu Im Angesicht des Todes. Dort gibt es ja auch einen Charakter, der mit einem Walkman hantiert und so ein paar Specials macht oder ein paar Gimmicks eingebaut hat im Walkman. Und diese Idee gefiel den Machern so gut, dass sie so ein bisschen darauf aufgebaut haben bei Necros. Hier große, tolle Kampfszene, wirklich kein schlechter Kampf. Andreas Wisniewski, ach, wer übrigens Stirb langsam kennt, er war der erste Bösewicht, den Bruce Willis in Stirb langsam bekämpft hat. Der im Fahrstuhl dann einen Ho-Ho-Ho Aufschrift bekommen hat. Auch sehr cool. Ja, hier eine tolle Action-Szene. Wirklich, der Film ist wirklich sehr, sehr gelungen. Mr. Q öffnet seine Trickkiste. Hier haben wir auch eine neue Moneypenny. Erstmals jünger besetzt. Lois Maxwell ist ja in den Ruhestand gegangen. Q, der durfte immer wieder mit seinen Gimmicks hantieren. So, was geht da weiter? Auch eine weitere Stunt-Szene, wo sie, ja, eine Verfolgungsjagd, wie Bond Kara aus Bratislava, glaube ich, wegbringt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einfach cool. Oder nach Bratislava. Schöne Bilder. Auch hier 10 am Prater von Wien. Necros. Und Koskov, wie sie die Nachricht bekommen, glaube ich, dass Kara noch lebt oder wie auch immer. Die Mujahideen, die Freiheitskämpfer, mit denen Bond zusammengearbeitet hat, um die Bösen, in dem Fall auch Russen, zu bekämpfen. Richtig gute Artwork, oder gute Fotos, finde ich. Hier auch. Und Kamran Shah, auch ein Schauspieler, der übrigens den Bösewicht in True Lies an der Seite von Arnold Schwarzenegger gespielt hat. Etwas später. Ja, hier haben wir richtig gute Action-Szenen. Das Finale im Flugzeug, auch großartig inszeniert. Überhaupt der ganze Bond-Film hat gefallen. Hier sind sehr direkt, also wer das Magazin durchblättert, der weiß, kennt den ganzen Film. Also vorab sollte man dieses Magazin definitiv nicht durchblättern. So, hier haben wir nochmal Kara, das Finale. Also der ganze Film ist komplett erzählt. So, hier haben wir eine Werbung für eine Miniserie, Sins, Sünden. Amerikanische Miniserie nur auf Video mit Superstar Timothy Dalton. Nicht schlecht. Vielleicht parallel die passende Werbung gemacht. So, die Macher, Albert R. Broccoli und Regisseur John Glenn. Ohne die, ja, wegweisend haben sie uns die Filme geebnet. Richtig tolle Sachen. So, hier sehen wir das Kinoplakat. Das englische, wohlgemerkt. Das ist eines der Plakate, es gibt zwei, aber das ist das meistverbreitete gewesen. Auch sehr sexy und cool. Kann man auch wirklich nicht anders sagen. Echt nicht schlecht. Und damit seht ihr, wir sind schon in der Mitte angekommen. So, weiter geht das. Nächste Seite. Oh, können wir gleich nochmal hochkant. Die Filme bisher. Es sind noch nicht so viele. Wir sind bei 85 stehen geblieben. Ne? Dr. No, Liebesgruß aus Moskau, Goldfinger, Feuerball, Man lebt nur zweimal, Im Geheimnis ihrer Majestät, Diamantenfieber, Leben und Sterben lassen, Der Mann mit dem goldenen Colt, Der Spion, der mich liebte, Moonraker, Eine tödliche Mission, Octopussy und Im Angesicht des Todes. Und jetzt war Hauch des Todes. Ein bisschen, damit man den Cover nochmal sehen kann. So,
Hier haben wir über Timothy Dalton und hier sehen wir auch etwas, was heutzutage nicht mehr gemacht wird in Fotos, ist mit Zigarette zu sehen. So, wir haben hier auch noch ein paar schöne Bilder. Man merkt natürlich auch Hintergrundbilder, wie sie am Set sitzen oder sich für Stunts vorbereiten oder Szenen. Hier weitere Bilder und auch ein Interview mit ihm. Sehr interessant. Ich spiele James Bond so, als hätte es ihn noch nie vorher auf der Leinwand gegeben. Ja, warum sollte es man nicht? Er muss ja auch anfangen. Er muss ja zeigen, dass er James Bond würdig ist. Auch nochmal schöne Bilder. Andreas Wisniewski ist Necros. Endlich mal wieder ein Deutscher, der eine tragende Rolle spielt. Ich gucke gerade, hat hier auch ein paar Filme noch gedreht, aber so bekannt war er nicht. Er ist in Berlin, er ist geboren worden. Ja, sehen wir mal. Ein Deutscher. Kein Wunder, dass er Terrorist war. Myriam Darbo, sehr hübsche Schauspielerin, hat danach eigentlich nie wieder so große Erfolge wie diesen James Bond Film gemacht. Hat ein paar, glaube ich, ja, 0815 so Filme gemacht, die nicht so bekannt sind. Also sie ist ziemlich in der Versenkung verschwunden. Aber ein sehr hübsches Mädchen. Damals. Jérôme Krabbé, auch ein Schauspieler, der gemischte Auftritte hatte von Blockbustern eben bis hin zu Independent-Filmen. Er hat auch später Regie geführt, viele, und hat auch mehrere Preise auf Festivals gewonnen für seine Filme. Er hat sich so ein bisschen mehr dem Drama verschrieben und diesen Art Film. Aber wir sehen hier, Paul Verhoeven ist der vierte Mann, war zu sehen mit Whoopi Goldberg in Jumping Jack Flash. Weiterhin nochmal ein Interview mit Jérôme Krabbé. Joe Don Baker, ja, hier sehen wir ihn, wie gesagt, später bei GoldenEye und Tomorrow Never Dies, der Morgen stirbt nie, erneut in einer James Bond-Figur zu sehen. Ja, ganz schöne Frisur. Ja. Cool. Ja, und hier haben wir die Bond-Girls, internationale Schönheiten. Ups. Dekorieren, wie immer, das Set, auch wenn wir von denen nicht wirklich viel gesehen haben im Film, da sie eben nur ganz kurz zu sehen sind. Aber, wie immer, Bond-Schönheiten. Hier sehen wir auch nochmal das. Die beiden, glaube ich, waren als einziges ein bisschen deutlich zu sehen, weil Felix Leiter zwei Assistentinnen kurz hatte. Also in dem Sinne, die waren etwas mehr im Mittelpunkt. Aber die meisten Mädels leider nicht. Im Endeffekt ist so Kara, die Frau vom Anfang, die Bond auf der Yacht überraschte. Und diese beiden, naja, gut, noch die, ich glaube, es war Fiona Fullerton. Bin mir da jetzt gerade nicht sicher, die Ehefrau von John Rhys Davies gespielt hat. John Rhys Davies war ja sein russischer Gegenspieler. Nee, man kann jedenfalls der für die russische Regierung arbeitete. So, 25 Jahre James Bond. Da brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen zu. Goldfinger unvergessen, die goldenen Opfer. Hier ein leicht koloriertes Bild. Das sieht aus, als ein Schwarz-Weiß-Bild ist, was koloriert wurde. Mit Ursula Andres. Einfach nur kultig. Auch hier alles Aufnahmen, Beißer. Wahnsinn. Es macht Spaß, irgendwie diese alten Bilder zu sehen. Hier, wie er Zeitung liest in der Badewanne, auch kultig. Roger Moore oben. Ja, das waren Bonds. Auch hier sieht sehr koloriert aus, das Bild. Auch eine coole Szene. Feuerball. Die einzige Hochzeit bei Bond. Abenteuer. Ja, auch hier die Mädels, die Eindruck erweckt haben. Grace Jones, Anna, Tanya Roberts, obwohl hier Christopher Walken als Zorin. Auch hier aus Feuerball. Ich komme gerade auf seinen Namen nicht, aber großartig gespielt.
absolut klasse. Ich gucke gerade, ob er hier steht an der Seite. Aber hier sehen wir Bondinen. Also ein bisschen gegendert wirkt das schon. Ach, nicht schlecht. So, weiter geht's. Distanz immer noch vom Feinen, obwohl wir hier mehr die Bösewichter und Darsteller haben. Ein sehr freizügiges Bild, bei dem ich gar nicht weiß, wo das denn... Ja, das ist ja gar nicht aus dem Film. John Rice, Donald Pleasance wissen wir ja, aber das Ursula Andres Bild passt hier ja gar nicht so ganz rein. Es ist sehr freizügig, kommt garantiert aus einem anderen Film. Aber egal. Es ist schon wirklich... Alfonso Celli, so hieß der Schauspieler, der Emilio Lago gespielt hat aus Feuerwehr. Jetzt komme ich wieder drauf. Telly Savalas, großartig. Q und seine Tricks, ja, was wäre Q ohne seine Tricks? Tolle, das Auto mit den Skiern. Enterhaken. Fotoapparate, wie auch immer. Und hier sehen wir, es gab James Bond Bücher beim Heine Verlag. Auch sehr großartig. Die John Gardner Bücher kann ich nur empfehlen. Mir haben sie echt viel Spaß gemacht. Die sind auch jetzt wieder, glaube ich, beim Crosskult Verlag aufgelegt. Einige Bücher fehlen noch, die noch nicht aufgelegt sind, aber die sollen kommen. Absolut toll. Kann ich empfehlen. Und dann gibt es so ein paar Sonderbücher über die James Bond Filme und Sean Connery. Das gab es ja immer mal so Biografiebücher. Einer hat das sehr ausführlich mit sehr oft gemacht, mittlerweile nicht mehr so wie früher, aber ich kann sie nur empfehlen. Gerade die John Gardner Romane, wenn ihr sie findet, einfach lesen, als James Bond Fan ein Muss. Die Musik, ja, Musik, hier sehen wir auch die Werbung, Soundtracks, Colosseum Records gibt es leider auch nicht mehr, Varese Sarabande war das ja, aber die haben sehr viel gute Soundtracks rausgebracht. Und ne, hier haben wir die James Bond Titelsmusiken, viele der Stars, cool. Der Autor Ian Fleming, seine ganzen Bücher, und wir sehen hier auch, dass es viele Kurzgeschichten gibt, wo eben halt auch der Hauch des Todes dazu zählt. Ja, sehr interessant. Und 25 Jahre James Bond verkauft, ja, 13 James Bond in Paketen für nur 1000 D-Mark 89 pro Film, 99 Euro D-Mark. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Jeder Film auf Videokassette hat damals 1987 99 D-Mark gekostet. Das kann man sich kaum vorstellen. Das sind 50 Euro pro Videokassette. Wenn wir heute, regen wir uns auf, wenn ein Film 16,99 kostet auf Blu-ray oder 4K über 30 Euro, da war die Videokassette mal richtig teuer gegen. Wahnsinn. So. Hier haben wir noch zum Abschluss Werbung von Aha, Living Daylights, ihrem Song auf dem Original-Soundtrack. Schöne Werbung. Ja, und das Aha-Logo im James Bond-Style, auch wirklich toll gemacht. Ja, das war ein Let's View des Videomagazins zu James Bond, der Hauch des Todes. Das offizielle Magazin zum neuen Film. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir dieses wirklich tolle Buch oder Magazin durchzublättern. Wenn es gefällt, bitte ein Like. Das motiviert mich weiterhin, solche schönen Let's Views zu machen. Ich habe noch sehr, sehr viele von diesen alten Magazinen in vielfältiger Form, von Film bis allem Möglichen. Auf jeden Fall auch noch zu James Bond. Nach dem Like ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, und kommentiert. Sagt mir, was ihr denkt, ob ihr den Film gesehen habt, wie ihr den fandet, was auch immer. Einfach in die Kommentare. Ansonsten, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal.